Frau von Storch, und ich habe mich schon gerade gefragt, auch Herr Gauland, wie muss sich eigentlich jemand fühlen, der diese Todesangst in der jüdischen Synagoge erlebt hat, der sie erleben musste, der von einer Tür geschützt wurde und der jetzt heute erlebt, wie Sie diesen feigen Anschlag hier versuchen, politisch zu instrumentalisieren. Ich frage mich wirklich, wie man diese Dreistigkeit haben kann. Wir im Parlament, wir haben häufig unterschiedliche Meinungen, wir haben häufig Differenzen. Wir streiten über diesen Weg, aber ich habe in den letzten Jahren großartige Kollegen in der Union, bei den Linken, in der FDP, bei den Grünen, natürlich in meiner Fraktion kennenlernen dürfen. Und was uns eint, ist doch, dass wir gemeinsam die Demokratie stärken wollen, dass wir den Zusammenhalt stärken wollen. Aber Sie tun das nicht. Sie spalten und Sie hetzen und Sie machen Politik auf dem Rücken von Minderheiten. Und das ist unanständig und das muss Ihnen auch in dieser Deutlichkeit gesagt werden.